Wir lösen jedes Problem in einem Maklerbetrieb. Jedes. Weil wir verstanden haben, wie das Business funktioniert. Ja, wenn ich sehe, dass wir Kunden haben, die mit 100.000 Euro Jahresumsatz zu uns kommen und dann 100.000 Euro Monatsumsatz machen. Weil wir wollen unsere Kunden zu den Helden machen. Okay. Und dafür stehe ich mit meinem Namen, mit meiner Firma, mit meiner Brand und eben auch mit Geld, wenn es sein muss. Heute unsere nächste Immolution-Podcast-Folge mit dem Thema Einkauf von Immobilien. Nicht zu verwechseln mit dem Einkauf eines Investors, also der Immobilien einkauft, um darin selber zu investieren, sondern hier haben wir die Unterscheidung beim Makler erstmal Akquise von Auftraggebern und vor allen Dingen Einkauf von Objekten, ja, Einkauf und Bewertung von Immobilien. Das ist heute unser Thema. Und ich habe den lieben Wendelin hier, der so einige Fragen zu diesem Thema hat und wir nehmen euch mal so ein bisschen mit. Genau, wie ist das Ganze entstanden? Ich habe mir die Frage gestellt, auch im Hinblick auf den Launch, der jetzt, wenn die Leute das hören, stattgefunden hat diese Woche. Einkauf mit System, ne, so nennst du das ja. Und du hast ja Coaching-Programme, in denen du den Leuten die Makelei, sage ich mal, von in den Kinderschuhen steckend bist dann, okay, du bist ein Makler und kannst wirklich Objekte am Fließband akquirieren und auch verkaufen und einkaufen. Aber du hast dich jetzt entschieden, im Laufe auch des letzten Jahres und auch diesen Jahres, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, das sich speziell auf den Einkauf spezialisiert. Und darüber möchte ich mit dir reden, weil das greift ja an vielen Problemen an, die Immobilienmakler da draußen haben. Was war für dich überhaupt der Grund zu sagen, ich mache da ein eigenes, darauf spezialisiertes Programm nochmal draus? Mhm. Warum siehst du da das Bedürfnis, dass überhaupt Leute, dass der Markt das auch wirklich braucht? Okay, ich hole dich und natürlich die anderen erstmal vorne ab. Und zwar, wie bin ich überhaupt dazu gekommen, eine eigene, und ich sage das wirklich bewusst, eigene Technologie zu entwickeln? Was ist überhaupt eine Technologie? Ist im Prinzip die Anwendung von etwas in der Praxis mit oder mittels Methoden, Prozessen und Systemen. Wie ein Computer. Ein Computer ist ja auch dazu da, dass man ihn im Leben anwendet, in der Praxis. Ja? So, Wissenschaft ist was Theoretisches. Ne? So, da diskutiert man über Wege und Mittel. Aber wir wollen ja was haben, was wir im Leben, was wir in der Praxis, im beruflichen Alltag anwenden können. Und vor allen Dingen, was auch funktioniert. Okay, also check schon mal deswegen Technologie, die du entwickelt hast. Genau. Ja. Okay. Und ich erkläre mal den ganzen Weg, wirklich die grundlegende Sache. Und zwar, als ich, das ist ja schon viele Jahre her, Objekte verkauft habe oder beziehungsweise bei Verkäufern saß, da war natürlich genauso wie heute immer noch das Thema, die Leute haben mir irgend so einen Preis an den Kopf geworfen. Und der hat mich damals genauso getriggert, wie viele andere Makler das heute auch noch tun. Der typische Wunschpreis. Genau, so. Und das Ding war, ich habe diese Nuss, sagen wir mal, damals schon insoweit geknackt, dass ich eine Wertermittlung gemacht habe und die Leute natürlich davon überzeugen wollen und auch überzeugt habe, aber auch nicht immer, mir zu folgen. Und dann sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Natürlich einerseits, du kannst es dir leicht machen, indem du im Prinzip einfach sagst, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Und ich hatte einen Konkurrenten oder Wettbewerber, wie auch immer, der hat das genauso gemacht. Was meinst du mit, ja, kriegen wir schon hin? Also einfach zu dem Preis anzunehmen. Genau, zu dem Wunschpreis. Und der hat dann Objekte reingeholt zu den Wunschpreisen der Verkäufer. Und den habe ich halt so beobachtet. Mal hat er Glück gehabt und es hat geklappt. Aber er hat nie zu dem Wert verkauft, der Angebotspreis war. Nie. Okay. Er hat das nie zu diesem Wert geschafft. Seine Objekte waren noch immer viel länger im Markt als meine. Immer viel länger. Und dann kam natürlich der ein oder andere dann nachher zu mir. Spannend. Wo ich aber während des Einkaufs Gespräche hatten und wo der Kunde sagt, ah ja, bei dem kriege ich aber mehr und so weiter. Das ist, hä, wie bei dem kriegen sie mehr?
kauft er die Immobilie oder was ist jetzt das Ding? Ne? Also kauft er die selber? Ne? So, und dann habe ich so langsam immer mehr gemerkt, okay, das ist ja krass. Also die Leute reflektieren auf das, was der Makler sagt, und sie glauben dem Makler, weil der muss es ja wissen. Aber eigentlich ist das gar nicht die ganze Wahrheit. Ne? Und hinter jedem Problem steht immer eine Unwahrheit oder eine Lüge. Ne? Und die Lüge ist ja im Kopf des Verkäufers. Ne? Nämlich sagt, ja, wenn der Makler das sagt, muss das ja funktionieren. Warum? Weil er es natürlich cool findet. Er freut sich ja darüber. Ist ja, ja logisch, wird ja bestätigt. Ne? Ja, mein Preis, super, geil. Alles easy. Ne? Ist der easy way out. Ne? Das passt halt so dann. Ne? Also das Erwachen kommt aber später. Das war der erste Punkt. Dann hat es mich natürlich auch ein bisschen getriggert, ne, muss ich auch ehrlich sagen. Das hat mich schon getriggert, ne, weil ich bin ja schon auch, sagen wir mal, wettbewerbsorientiert. Ne. Deshalb, wieso schnappt der Sack mir irgendwelche Aufträge weg? Ne? So. Ehrgeizig. Fand ich halt nicht so geil. Ne? Aber ich habe dann immer so gemerkt, ey, nach einer Zeit kommen die wieder zurück, die Leute. Also von dem anderen Makler dann? Genau, kamen die wieder zurück. Mhm. Also, ah, okay. So, und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, wie knacke ich denn jetzt die Nuss, dass die erst gar nicht zu dem gehen? Verstehst du? Also, wie knacke ich die Nuss im Gespräch, dass sie erst gar nicht zu dem gehen? Und dass sie vor allen Dingen im Gespräch verstehen, wie geht's richtig? Und dass sie mir folgen. Es sind ja viele Probleme auch damit behoben. Einerseits für den Eigentümer selbst, weil der genau. Das Ding schneller verkauft, und für den Makler, der es richtig kann. Exakt. Eigentlich verlagerst du ja das Problem nur vom Einkauf in den Verkauf. Wenn du es zum Grundpreis kaufst. Ja, genau. Wenn du es verlagerst, verschiebst es eigentlich ja nur. Ne? Weil wenn du da vorne, sagen wir mal, ein Zugeständnis machst, nennen wir es mal so, dann packst du das in den Verkauf. Ich hau dann Werbegelder raus, versuche ja die Immobilie zu verkaufen. Ich habe Manpower, Mitarbeiter, die ich einsetze, um das Objekt vorzubereiten. Also, und ich habe natürlich auch, und das darf man ja nicht ganz außen vor lassen, weil das berechnen viele Makler eben nicht, ist ja der Zeiteinsatz, den ich habe. Mhm. So, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, 1.500 Euro ausgebe, dann sind das ja nur die harten Kosten. Aber die Zeit, die ich jetzt über Monate hinweg investiere, um eine Immobilie zu verkaufen, die zu dem Wert nicht verkaufbar ist, dann fuckt das ja ab. Ja. Weil das, und den Wert muss ich ja irgendwie berechnen. Also ich muss ja einen Stundenlohn rechnen oder wenn es nur eine Pauschale ist, was kostet mich die Vermarktung einer Immobilie? Und das haben wir auch mal ausgerechnet. Ja, und dann sind wir auf einen Mindestsatz gekommen von 6.000. Zu dem ich im Übrigen keine Immobilie verkaufen würde wollen. Aber das ist mal das, was man als unterstes Minimum haben muss, damit es überhaupt irgendwo sich noch nicht mal rentiert, aber kostendeckend ist. Ja. Ne? So, wenn man das mal alles mit einbezieht. Und da haben wir schon sehr, sehr genau gerechnet. Und dann habe ich geschaut, okay, was gibt es denn für Tools? Wir haben ja gewisse Tools eingesetzt, damals schon, das ist jetzt schon fast 20 Jahre her, ne? wo wir natürlich mit den Tools, wir haben uns das schon damals sehr, sehr viel Aufwand gemacht. Und dann bin ich auf einen weiteren Punkt gekommen, nämlich, dass natürlich viele Makler ein und dasselbe Tool einsetzen. Okay. Also das heißt, ich sitze beim Verkäufer, ach guck mal, das hat der andere ja auch gehabt. Und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, okay, wie kannst du dich hier abheben? Wie kannst du das besser machen? Wie kannst du das cooler machen? Ästhetischer, schöner, ne? So, dass der Kunde auch sieht, also der hat schon einen Unterschied zu den anderen, ne? Sah natürlich scheiße aus im Vergleich zu heute, ne? Also heute ist schon alles nochmal viel cooler, ne? 20 Jahre, das war ja, aber anders. Trotzdem, es war schon im Vergleich schon deutlich besser als das, was andere machen. Und jetzt habe ich im Laufe der Jahre natürlich immer weiter beobachtet und ich habe natürlich dann vor der Zinswende, vor 22, gesehen, dass gerade wieder dieses Thema, und das ist das, was die meisten ja viele angewendet haben, ist, den Wunschpreisen zu folgen, um erstmal den Auftrag zu kriegen. Und dann habe ich mir die nächste Frage gestellt, nämlich, was ist denn eigentlich das richtige Ziel? Spannend. Ja, das richtige Ziel ist nämlich nicht der Auftrag, zum Wunschpreis, also einfach nur den Alleinauftrag zu machen, sondern das richtige Target ist auch im Einkauf geteilt. Also ich habe ja, wenn du so willst, mindestens drei Schritte. Der erste Schritt ist ein Einkaufsgespräch, Vorstellung, Objekt anschauen, kennenlernen. Und da machen sich ja viele schon sehr, sehr einfach. Sprich? Das heißt, wenn ich also im ersten Gespräch pitche den Verkäufer, dann kann ich ja gar nicht anders als
sagen wir mal, ein Pi mal Daumenwert oder aber zum Wunschpreis den Auftrag zu machen. Es geht ja gar nicht anders. Weil ich brauche ja ein bisschen Zeit, um das zu berechnen. Also quasi, wenn man sagt, ich will im ersten Gespräch direkt Sack zumachen. Genau. Mhm. Was ja, sagen wir mal, aus dem Closing-Gedanken vielleicht smart sein kann. Aber ich habe herausgefunden, damit schaffe ich mir mehr Probleme, als ich Vorteile dadurch habe. Warum? Naja, weil ich habe vielleicht im ersten Moment einen Zeitvorteil, weil ich schneller close, unkomplizierter close. Natürlich hat ein Verkäufer viel weniger Einwände, wenn ich sympathisch, nett bin. Dann wird er und dann auch noch ihm nach dem Schnabel rede. Wollte ich gerade sagen. Was für ein Grund sollte jetzt dagegen sprechen, mir keinen Auftrag zu geben? Richtig. So, was mich wiederum zu der nächsten Schlussfolgerung gebracht hat, ist, wissen denn Verkäufer überhaupt, woran sie guten Makler erkennen? Natürlich nicht. Sondern es ist immer dieser, redet er mir nach dem Schnabel oder nicht? Mhm. Also das ist der easy way out. Der hat natürlich, sagen wir mal, nicht so krass eingeschlagen in Sachen Fehler, als die Immobilienpreise oben waren. Ja. Und das Geld billig war. Da konnte man sich noch durchmogeln, will ich mal sagen. Haben sich auch viele dann durchgemogelt. Deshalb sagt man auch nicht von ungefähr, in der Vergangenheit hat es halt eben Geld auf Deppen geregelt. Ne? Also, ja, das heißt also, man konnte, was jetzt nicht böse gemeint ist, aber es ist ja schon so, ne? Also selbst nicht so ganz fähige Leute haben irgendwie Immobilien vertitschert. Okay, und dann hast du, um darauf zurückzukommen, festgestellt, okay, nur ein Einkaufsgespräch machen und dann sagen, ja, machen wir, ist nicht zielführend. Macht überhaupt keinen Sinn. Okay, du hast ja noch von den zwei anderen Sachen geredet. Genau. Jetzt kommt ja der Punkt, also ich gucke mir erstmal die Immobilie an und check vor allem mal den Verkäufer. Was hat denn der für Absichten? Und nochmal, das ist jetzt auch keine eigene Erfindung von mir, ja, weil es gibt ja viele, viele, viele Jahre Immobilienverkauf. Und da gab es ja schon auch ein paar schlaue Leute, die auch schon vorher herausgefunden haben, hey, so pass mal auf, du musst die Absichten checken. Will der wirklich verkaufen? Will der einfach nur mal gucken, was geht jetzt gerade auf dem Markt? Ne? So, und das bringt ja am Ende des Tages nichts, weil der wird ja nachher in die Parade fahren, wenn es nicht so läuft, wie er es haben will. Ne? Mhm. So, und da habe ich schon gemerkt, zwei Dinge. Erstens, Verkäufer sprechen nicht ganz immer die Wahrheit. Ja, ich will jetzt nicht sagen Lügen, aber das, ne, so, um ihren Vorteil zu bekommen und so ein bisschen Kontrolle auf die Makler auszuüben, wird auch mal ein bisschen die Wahrheit verbogen. Verstehe. Ne, so was mit der Immobilie, Zustand angeht und so weiter. Und der Preis, der Wunschpreis hat ja auch so seine Stufen. Ne, so am Anfang sagt man, ja, jetzt machen wir erstmal 3 Monate. Und wenn das dann nicht klappt, dann gucken wir mal. Ich wäre ja schon vielleicht bereit, ein bisschen runterzugehen. Also das heißt, der Makler war und ist häufig eher so in der Wirkungsposition, in der Wirkungsrolle, statt wirklich das Ding im Griff zu haben. Ja, wird kontrolliert im Endeffekt. Genau. Mhm. Und da habe ich gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. Also sowas hasse ich schon wie die Pest. Ja? Also ich bin ja nicht der Lakai von einem Menschen, der eigentlich keine Ahnung hat. Mhm. Nicht eigentlich, sondern er hat keine Ahnung. Der Verkäufer hat keinen Plan. Okay, dann hast du das gesagt, ja, das geht mir auf den Sack. Ich muss dem zeigen, dass ich es besser weiß und den vor allem davon überzeugen. Dass ich vor allen Dingen Experte bin, ne? Ja. Dass ich so, ne? Und das hat wieder was mit Fähigkeiten zu tun, wie man mit den Leuten spricht und wie man da vorgeht. So, und daraus ist dann mehr und mehr immer verfeinerter ein richtig gnadenlos gutes System geworden. Weil ich dann ja auch noch festgestellt habe, durch viele, viele verschiedene Verfahren und viele, viele, viele Immobilien, die wir verkauft haben und auch durch das Coaching mit anderen Maklern zusammen, da ist natürlich, pass mal auf, wenn ich mit dem richtigen Wert an den Markt gehe, dann habe ich einfach viel mehr Interessenten. Habe ich viel mehr Interessenten, ist das gut für den Verkäufer. Habe ich weniger Interessenten, ist das eben nicht gut für den Verkäufer. Bei wenig Interessenten sinkt der Preis. Bei vielen Interessenten geht der Preis nach oben. Ist eine ganz einfache Kiste. Das Ding ist nur, dass sich viele nicht trauen, das zu machen. Ja, genau, das wollte ich sagen. Das ist ja ein Einwand, den bekomme ich ja auch oft mit bei den Maklern. Dass sie sagen, ja, aber wenn ich den zu niedrig ansetze, in Anführungsstrichen, dann bekomme ich ja viel weniger, als ich vielleicht bekommen könnte und haben dann Angst, es überhaupt zu machen. Genau, und das stimmt halt nicht. Das ist einfach belegbar unwahr. Mhm. Denn erstens setze ich ihn ja gar nicht zu niedrig an. Ja, genau, das ist ja, aber die sagen es ja. Den richtigen, korrekten Wert an und man glaubt, es wäre zu niedrig. Und auch das ist ein wirklicher Irrtum oder sogar ein Mythos, ne, dass man, wenn die Immobilie zu schnell weggeht, dann war der Preis zu günstig. Das ist ja komplett bescheuert.
ich sag mal wirklich bescheuert. Das lesen wir aber oft unter deinen Videos. Ja. Völlig bescheuert im Quadrat. Warum ist es bescheuert? Denn schau mal, wenn eine Immobilie mehrere Monate auf dem Markt ist und ein Kaufinteressent ist mehrere Monate auf dem Markt. Natürlich gibt es auch mal Leute, die direkt was kaufen und schnell, aber in der Regel ist jemand mehrere Monate auf dem Markt, bis er sich entscheidet. Und jetzt sieht der ein und dieselbe Immobilie immer wieder, wo der Preis gesenkt wurde und die nicht weggeht. Was denkt der denn? Ja, was stimmt da nicht? Genau, der denkt, da stimmt irgendwas nicht. So, und jetzt drehe ich den Spieß mal um. Jetzt kommt, wird eine Immobilie, wird verkauft in den ersten 72 Stunden. Da geht die Post ab. Warum? In den ersten 72 Stunden, das erkläre ich dir. Denn die Anzahl der Anfragen in den ersten 72 Stunden entscheidet darüber, wie schnell die Immobilie verkauft wird. Das ist ein Fakt. Viele tausende Male Proof. Nicht zwei, drei Mal oder 20 oder 50 Mal. Viele tausende Male mittlerweile Proof. Warum? Also das heißt, ich mache anstatt vielleicht tröpfchenweise 4, 5, 6 oder 10 Anfragen, haue ich richtig was raus. Das heißt, ich kriege 50, 60 Anfragen, kriege viele, viele Anfragen. Dann ist ein sehr genialer Prozess, den ich jetzt nicht in der Detail hier verrate, aber ein sehr genialer Prozess, der dazu führt, dass die Kaufinteressenten bei der Besichtigung, und es ist wirklich so, bei der Besichtigung zu mir kommen und sagen, Herr Bosbach, so einen geilen Scheiß habe ich noch nie gesehen. Es ist ja auch, was man sagen kann, viele deiner Kunden ist ja dann auch so, dass sie aus der Besichtigung direkt nochmal neue Verkauf generieren. Ist ja auch neue so. Aufträge. Neue Aufträge. So, das heißt also, da ist richtig Party am Start, da ist richtig was los. Ja? So, und das bedeutet, dass dann, und das ist etwas, was ganz wichtig ist, wir machen keine Massenbesichtigung. Keine Massenbesichtigung, wie jetzt vielleicht der ein oder andere denkt. Wir machen es noch smarter. Der Punkt ist aber, dass die Interessenten einfach wissen, dass auf diesem Objekt Druck drauf ist. Und sie müssen rasch entscheiden. Und eine rasche Entscheidung hat immer zur Folge, dass der Preis hochgeht. Und zwar immer. Immer. Ja, also das heißt, es hat noch so viele Side-Effects, weil Side-Effects, unter anderem auch die Tatsache, als ich festgestellt habe, dass in einer Besichtigung, und das war auch ein Punkt dafür, wo ich gemerkt habe, ah, die Leute mosern so rum und was ist denn das und so weiter. Und das kam nur bei Einzelbesichtigungen. Also wenn nicht so keine Power auf dem Objekt war. Ja, verstehe. So, und dann habe ich gesagt, das ist ja komplett weird. Ich habe doch keine Lust. Es nervt mich einfach, dass irgendwelche Interessenten rummosern und das will ich nicht. Ich möchte nicht mit Interessenten darüber rumdiskutieren müssen und am Ende des Tages als Makler, auch nicht als Verkäufer, also meinen Kunden, möchte ich nicht, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Was ja sondern ich möchte einen Prozess haben, der treffsicher ist. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich sage jetzt nicht mit Garantie oder höchster Wahrscheinlichkeit, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit einen höheren Preis erzielt, aber mit einer Garantie den Angebotspreis erzielt und nicht runtergeht im Preis, wie das bei den anderen Dingen ist. Und wir müssen uns über eine Sache auch nichts vormachen. Das heißt, wenn ich eine Immobilie, und da gibt es genügend Beispiele, und alle die draußen Immobilien vermarkten und so arbeiten, wissen das. Das sind nämlich, die wissen, dass man Preise senken muss, nämlich nachher nur die einzige Möglichkeit, die man hat. Wenn es nämlich nicht funktioniert, dann kannst du ja nur noch im Preis runtergehen und immer weiter. Und das ist die, weil im Endeffekt verkaufen die, und auch das haben wir getestet, und auch das haben wir, ist Proof, dass der Wert bei einer Immobilie, die länger als 3 Monate im Markt ist, also plus, ne, 3 Monate plus X, ich sage sogar 2 Monate plus X, wird der Preis sogar deutlich unter dem Wert liegen, den wir am Anfang als Angebotspreis angesetzt haben. Ja, das heißt also,
Der Angebotspreis ist der realistische Marktwert. Und eine Immobilie ist kein Auto. Und es ist auch kein Gebrauchtwagen, ja, wo man mal so Versuch und Irrtum liegen nah beieinander. Wir droppen mal einen Preis, gehandelt wird ja immer noch. Mhm. Und genau das war der nächste Punkt. Ich hatte keinen Bock auf Handeln. Mir ist es auf den Keks gegangen, dass die Verkäufer mir auf den Keks gehen mit, ja, können wir denn da noch handeln? Und da habe ich dann einfach mal zu einem, kann ich mich gut dran erinnern, war eine Doppelhaushälfte, wo ich mehrere Leute hatte, nach genau diesem System. Und dann sagte mir Nummer drei, sagte mir, ja, was ist denn noch drin im Preis? Und in dem Moment, und das ist wirklich kein Witz, ich sag dir, wie es ist, in dem Moment klingelt es an der Haustür. Und Kandidat 1 war da und sagte, Herr Bosbach, wir wollen das Haus unbedingt kaufen. Genau in dem Moment, wo Kandidat 3 mich fragt. Und dann habe ich gesagt, warten Sie mal einen Moment hier im Flur, ich habe gerade noch ein Gespräch, bin gleich bei Ihnen. Und dann habe ich zu Kandidat 3 gesagt, schauen Sie, da draußen steht Kandidat 1. Kandidat 1 möchte das Haus unbedingt haben. Schauen Sie, das müssen Sie sich vorstellen wie bei einem Aufzug. Wenn bei Immobilien viele Interessenten da sind, dann fährt der Aufzug nach oben in Richtung höherer Preis. Wenn wenig Interessenten da sind, dann fährt der Aufzug nach unten. Jetzt habe ich mal eine Frage an Sie. Haben Sie das Gefühl, dass wir viele Interessenten bei diesem Objekt haben oder wenige? Ja, viele. Ich sage, jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn Sie der Verkäufer wären, wem würden Sie denn jetzt Ihr Haus verkaufen? Dem, der weniger bieten will oder mehr? Sag mal. Da hat er gesagt, ja. Ich sage, sehen Sie, machen Sie ein ordentliches Angebot und dann reden wir drüber. Aber das darf auf keinen Fall unter dem Angebotspreis sein. Das können Sie komplett vergessen. Und mal abgesehen davon ist es auch völlig wurscht, was ich sage, weil mir gehört die Immobilie nicht. Ich bin hier der Makler, aber nicht der Endentscheider. Das macht der Verkäufer. War das Thema vom Tisch? Ich habe nie wieder über den Preis diskutieren müssen. Nach oben ja, aber nicht nach unten. Nach oben ist immer ja kein Problem. Ne, nach oben, so, und das ist übrigens auch eine coole Aussage. Ne, geht noch im Preis was? Ja, nach oben immer. Ja, so nach oben immer. So, und da ist halt der, jetzt kommen wir zu einem ganz weiteren wichtigen Punkt, nämlich unsere Programme sind eben keine Programme, die jetzt so irgendwie so reine Online-Programme sind oder sowas, ja. Sondern wir haben halt festgestellt, dass die Makler, und zwar ganz unabhängig, ob sie junge Makler sind, also jung jetzt nicht vom Alter, sondern frisch im Markt sind oder schon jahrelang. Es ist überhaupt kein Unterschied. Die tatsächliche Schwierigkeit und der tatsächliche Engpass liegt wirklich in den Fähigkeiten der Kommunikation. Ich habe ja gerade so ein paar Sachen auch hier schon mal so reingeworfen in der Kommunikation. Und das kann niemand, der nicht diese Erfahrung hat in Sachen Immobilienverkauf, und vor allen Dingen Einkauf und vor allen Dingen in Kommunikation, ja, und vor allen Dingen nicht so ein typisches Verkäufergewäsch. Ja, und das Ding, was du online gesagt hast, darauf kommst du jetzt zu sprechen, das ist ja nicht nur einfach im Online-Austausch alles lernbar. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, ja. Und schon gar nicht bei einem Coach, der selber noch nie eine Immobilie verkauft hat und jetzt einfach meint, oh, Coaching ist ein geiles Business und jetzt coache ich mal die Makler. Ja, frag doch mal den Coach, wie viele Immobilien hast du denn selber verkauft, ja. Und funktioniert dein Konzept überhaupt in der Praxis, ja. Also wie viele Leute kommen zu uns ins Coaching rein, die vorher bei einem anderen Coach, ich will ja keine Namen nennen, waren, ja, und sagen, ja, war ganz nett, aber euer Coaching ist gar kein Vergleich zu denen. Das ist eine ganz andere Hausnummer, das ist eine ganz andere Liga. Ja, das ist eine ganz andere Qualität von dem, was wir machen, weil hier alles wirklich durchdacht ist, bis ins kleinste Detail. Wir wollen niemanden in die Pfanne hauen, aber bei uns ist jeder Arbeitsschritt, jeder Handgriff bis ins kleinste Detail geplant und vor allen Dingen proof. Es funktioniert in der Praxis. Ja, und wenn einer da nicht dran glaubt, dann fahre ich mit ihm zum Kunden und zeige es ihm. Ja. Um darauf nochmal zurückzukommen, weil das ist ja genau, das, offline. Da wollte ich ja jetzt was zu sagen. So, das heißt also, am Ende geht es nicht nur darum, jetzt ein paar Videos einmal freizuschalten, ja. Aber selbst da, unser Kurs baut halt wirklich auch pädagogisch mit einem hohen Verstehen,
Weil was bringt dir das, wenn du dir ein Video nach dem anderen in den Kopf knallst und checkst aber nichts? Gar nichts. Das ist überhaupt nicht der Job von unserem Programm, sondern unser Programm hat wirklich eine strukturierte Abfolge und vor allen Dingen auch Übungen, Workbooks, ja, wo du wirklich lernst, das Aufgenommene auch zu verstehen und dann in der Praxis anzuwenden. Und selbst das reicht uns nicht aus, dass wir uns darauf verlassen, sondern wir holen die Leute zu uns. In kleinen Gruppen, maximal 12 Leute und trainieren das mit denen. Das heißt, wir trainieren mit ihnen Kommunikation, den Gesprächsablauf, die Einwandbehandlung. Also solche, sagen wir mal, Moves, wie ich ihn gerade erklärt habe, mit dem Aufzug zum Beispiel. Ja? Oder wie setze ich denn 6%, also wie setze ich die vollständige Provision durch und der Kunde nickt und sagt, ja, Sie haben recht, machen wir. Mhm. Und zwar ganz easy. Ja, und nicht, weißt du, also ich habe einen Kunden, der hat im September letzten Jahres bei mir im Coaching angefangen, der sagte, das Coaching hat sich schon nach dem ersten Monat rentiert, weil vor dem Coaching wäre ich bei der Frage, ja, was ist denn noch bei der Provision drin, schwach geworden. Mhm. Und seitdem er bei mir ist, nicht mehr. Und das schon direkt nach dem ersten Monat. So, das heißt, er hat Objekte verkauft in der Provisionshöhe von 180.000 Euro in einem Monat. Aber ohne mich hätte er nur 90 bekommen. Und das hat er auch offen gesagt. Mhm. Ja, mal abgesehen davon, dass seine Frau gesagt hat, dass er nach 3 Wochen endlich mal wieder Bock auf seinen Job hat. Ja. Das ist ein positiver Seiteneffekt bei uns, ne? Dass man wieder richtig Bock kriegt auf das, was man eigentlich macht. Ja? Weil Menschen haben Bock auf das, was sie beherrschen. Und wir helfen ihnen dabei, es wirklich zu beherrschen. Ja? Okay, also zum echten Exzellent, ja, zum wirklichen Meister in dem zu werden, was er macht. Weil das, was man ja die ganze Zeit raushört, ich höre dir zu und ich staune die ganze Zeit, weil was man raushört ist, ja, du baust das nach einem ganz bestimmten System auf dem Einkauf. Dir ist wichtig das Thema Offline. Es wird trainiert gemeinsam, die Kunden kommen zu dir. Ja. Du gibst hier schon mal jetzt so lockerflockig mit, was in Kommunikation alles machbar ist. Das heißt, dir ist es ja wirklich daran gelegen, dass das Produkt hilft. Dir geht es ja nicht darum, ja, mit dem Produkt jetzt irgendwie nochmal ein neues Business-Idee oder sowas oder hier geil was launchen, Umsatz steigern, sondern du weißt, dass das ein Puzzleteil ist, das vielen fehlt. Genau. Also mir ist einfach eine Sache ganz wichtig. Ich mache oder wir machen Dinge, die in der Praxis funktionieren und anwendbar sind. Ja? Und mir ist eine Sache klar, dass das Produkt, was wir liefern, muss einfach cool sein. Das muss funktionieren. Und ich mache nur Sachen, die funktionieren. Ich mache nichts anderes. Was wir machen, funktioniert. Und wenn es jemand sagt, dass es nicht funktioniert, dann trainiere ich mit ihm so lange, bis es funktioniert. Weil wenn es nicht funktioniert, wendet er es nicht so an, wie wir es ihm beibringen. Denn alle, wirklich alle, die es exakt so anwenden, wie wir es lehren, wie wir es rüberbringen, wie wir es den Leuten beibringen, haben auch Erfolg damit. Also muss ja jemand, der es nicht tut und keinen Erfolg hat, irgendeinen Fehler machen. Irgendwas anderes oder, machen. Oder jemand, der keinen Erfolg hat, irgendeinen Fehler machen. Also er wendet es nicht exakt an oder hat vielleicht noch irgendwelche alten Moves drin, oder die er irgendwie falsch verstanden. Hat irgendwas falsch verstanden, was auch immer. So, das knacken wir, das lösen wir. Ja? So, und das ist, also Baustein 1 ist natürlich einmal das Training an sich. Baustein 2 ist das Üben in der Praxis. Das heißt, wir haben ein Bootcamp, ja, wir haben, das ist nicht einfach ein Seminar, sondern wird wirklich hier angewendet, umgesetzt und trainiert. Und zwar unter meiner Federführung exakt 1:1. Und jeder, der da war, jeder, sagt, so eine krasse Scheiße hat er noch nicht gesehen. Kann man sich übrigens auch auf YouTube anschauen. Die Kundenstimmen dazu. Das ist wirklich allererste Sahne. Und da sind wir auch überzeugt von. Weil unsere Delivery, unsere Lieferung unserer Produkte ist auf High-Ticket-Niveau. Kein Kindergarten, kein Gewäsch, keine irgendwie Einzeldetails, sondern es ist alles bis ins Letzte durchdacht. Das ist der nächste wichtige Punkt. Und last but not least kommt noch mit dazu, also neben noch, ich sag mal, Betreuung während der Zeit. Wir haben ein ganzes Team mittlerweile von mehreren Leuten, die unsere Kunden begleiten. Also bei uns kommt es nicht vor, dass am Ende eines Coachings 1 oder 2 Wochen vorher
Kontakt aufgenommen wird, weil wir ja irgendwie so ein Upsell machen wollen, sondern wir begleiten den Kunden über die gesamte Zeit, weil wir festgestellt haben, dass natürlich Alltag und die Themen, sondern so viele sagen auch, Mensch, so diesen Tritt in den Popo, der macht schon mal irgendwo Sinn, ne? Und wir wollen ja auch, dass die Leute nicht Geld ausgeben und am Ende des Tages dann sagen, ja, ich habe es gar nicht genutzt. Ja. Das ist halt nicht so geil. Also das finden wir, feiern wir nicht. So, und wir wissen aber, dass der Alltag halt auch nicht immer einfach ist, wo viel einströmt. Und da braucht es halt auch mal Unterstützung und Hilfe. Und da haben wir ein Team dafür, die darauf trainiert sind, die darauf ausgebildet sind, jemanden professionell zu begleiten. So, und dann das Ganze rund zu machen, ist einmal das Training, dann, also beziehungsweise der Leitfaden, das Training und last but not least auch die Unterlagen dazu. Das heißt, in anderen Coachings oder bei anderen musst du ja alles selber erarbeiten, selber ausarbeiten oder von externen Dienstleistern kaufen. Das ist bei uns mit drin. Also ob das Prospekte sind, die man an sein eigenes Layout anpassen kann, mit vollständigen Texten, mit allem, Präsentationen, die Texte sind alle vollständig. Wir haben Prospekte, also wir haben Dinge gedacht, wie zum Beispiel, du bist im Verkauf, hast jemanden, der hat auch was zu verkaufen. Sondern kommt halt häufig das Argument, ja, ich möchte ja erstmal was kaufen und dann verkaufen. Da sind aber schon die meisten Makler schachmatt. Daran hast du so gedacht. Alleine das ist schon wieder mehr Business, ist schon wieder mehr Geschäft. Haben wir dran gedacht. Ja? Das heißt, wir haben Dinge entwickelt, also so kleine Strategien und Systeme innerhalb des Systems, die genau das aufgreifen und genau das lösen. Du hast ja nicht umsonst gesagt, bis ins kleinste Detail. Genau, exakt, ja. So, und das ist halt das, was dann outstanding ist, ne? Weil du hast, wie gesagt, einmal das Training, also die Leitfaden, du hast das Training, ne? Wirklich bei uns mit ausgebildeten Leuten, die echte Verkäuferskills haben, die richtig fit und fähig sind und die auch einen echten Track Record haben. So, plus, du musst dir nicht dann nochmal überlegen, ja, wie baue ich das denn jetzt alles in der Praxis auf? Nein, es ist alles da. So, und selbst da, ja, ist es eigentlich kein Thema. Das heißt, wir haben dann noch Freelancer, die einem dabei helfen, das dann auf das eigene Layout anzupassen, wenn man das selber nicht machen will, ne? So, also das heißt, wir haben ein absolut rundes Konzept mit allem, was dazugehört. Und im Endeffekt ist im wahrsten Sinne des Wortes das einzig und das größte Problem, weil ist ja die Frage, wo ist der Haken? Mhm. Ist, wenn man es nicht anwendet. Ja, weil, und das ist noch ein sehr, sehr wichtiges Thema hier, darauf wollte ich dich ansprechen, das große Wort Garantie, was da ja dann im Spiel ist. Mhm. Willst du mal vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Gerade jetzt zu dem Thema Einkaufen mit System, ich denke, die meisten haben es gecheckt, aber nochmal, du sagst, du gehst jetzt mit einer Garantie raus an die Leute. Was ist die Garantie? Und ja, also wir sagen 500% mehr Umsatz, ja. Und am Ende des Tages geht's, also ich habe die schon alle für bekloppt gehalten, ne, als sie da mit angefangen haben, ne? Weil unser Produkt ist gut, ja, ist nicht nur gut, sondern ist exzellent. Also was hat es damit auf sich? Am Ende des Tages ist natürlich, sagen wir mal, dem ganzen Thema so Coaching und so weiter, sagen wir mal, eine gewisse Skepsis gegenüber, ne? So, das wissen wir, das ist auch total fein, habe ich auch gar kein Problem mit. Man darf auch skeptisch sein, wir liefern ja trotzdem. Ja, okay. So, das Ding ist aber, weißt du, wir wollen wirklich den Letzten vom Ofen, also wir wollen wirklich eine Revolution durch den Markt bringen. Wir wollen wirklich den Markt verbessern. Wir wollen das Image verbessern. Wir wollen die Makler verbessern. So, und wenn da einer irgendwo ein Pain auf Geld hat, dann wollen wir das lösen. Indem er eben keine Sorge haben muss, dass er auf Geld sitzen bleibt. Das braucht er nicht. Okay. Und dafür stehe ich mit meinem Namen, Punkt 1, ja, und Punkt Nummer 2 mit meiner Firma, mit meiner Brand und eben auch mit Geld, wenn es sein muss. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, okay, ich mache das mit der Garantie, weil wir überzeugt davon sind. Natürlich gibt es ein paar Rahmenbedingungen dafür, ne? Also es ist jetzt nicht so nach dem Motto, ich kaufe das Coaching und dann legt der Busbar Hand auf und dann funktioniert das. Gut, das wäre jetzt ein bisschen Verarschung. Die Hand so ein bisschen auf die Stirn legen. Weißt du, so nach dem Motto, ne? So, ja, also, ne?
Das würde natürlich nicht funktionieren. Das heißt, der Makler muss ein bisschen was dafür tun. Er muss natürlich seinen Teil von dem Agreement auch einhalten. Und aber die weiteren Details werden dann natürlich in den Beratungsgesprächen erklärt. Ne? Aber ich glaube, das ist eine gute Sache. Das ist eine faire Sache für beide Seiten. Mhm. Und ja, that's it. Das ist eigentlich schon alles. Das war sehr spannend, mal zu sehen, Einblick. Vor allem, was für mich und ich denke auch für die Zuhörer spannend war an der Stelle, wie du überhaupt auf das ganze Produkt, auf das ganze Thema gekommen bist, wie du ausgeholt hast, okay, die Probleme im Einkauf, wo waren sie, wie hast du sie gelöst? Du hast dir wirklich viele Einblicke gegeben, Einblicke, die andere schon gar nicht geben in ihre Produkte. Genau. Und eine Sache, die wirklich noch wichtig ist, so als Endpunkt. Schau, das Ding ist, du kannst solche Dinge im Leben, im Business, nur erkennen, wenn du einmal alles auch wirklich nicht nur probiert hast und mal dran geleckt hast, sondern wirklich tief in der Materie drin warst. Und das war ich. Und nur dann bist du erst in der Lage, wenn du noch eine Fähigkeit hast, die ich habe, nämlich Dinge sehr gut beobachten zu können und analysieren zu können. Weil erst dann kannst du zum Beispiel Dinge feststellen, wie dass zum Beispiel das Thema Bewertung mit zum Beispiel Erbbaurecht völlig Banane ist draußen gelöst. Völlig Banane gelöst. Viel zu kompliziert, viel zu anstrengend. Haben wir total smart gelöst. Weil ich gecheckt habe, was eigentlich das Problem dahinter ist. Ja? Oder überhaupt das Thema Analyse und Bewertung einer Immobilie. Wir haben ein so gnadenlos krasses System entwickelt, was todsicher ist. Aber es ist halt einfach cooler und smarter als das, wie es viele machen. Mhm. Nämlich zum Beispiel ein Tool und so ganz einfach zu bewerten, aber immer wieder trotzdem in die Falle reinlaufen. Also es ist halt nicht detailliert, es ist halt nicht professionell. Aber wir haben aber auch einen Leitfaden dazu entwickelt, wie man das eben macht. Ja, und wie man wirklich zu einem treffsicher, gutem Ergebnis kommt. Die komplette Bewertung meinst du, ne? Ja, ja. Mhm. Und zwar nicht nur einfach, indem ich jetzt, weil es gibt ja einige Tools, die sind auch für sich genommen nicht schlecht. Mhm. Die sind sogar auch gut. Das Problem ist halt nur einfach, dass wenn du halt nur Bewertungen oder sagen wir mal eine Analyse machst und hast dann irgend basierend auf Angebotswerten, das reicht halt nicht. Mhm. Das reicht halt nicht aus. Ja, und du kannst auch nicht den Verkäufer vollständig aus einer Analyse ausschließen. Seine Absichten, Zustand der Immobilie. Ja, und ich meine nicht der Zustand der Immobilie aufgrund des Wertes, sondern man muss ja auch mal hinschauen, es ist ja auch nicht immer der Wert, der entscheidend ist, ob eine Immobilie verkauft wird oder nicht. Sondern es sind ja auch noch andere Rahmenbedingungen. Die muss ich mir ja auch anschauen. Ne? Und dann kommen natürlich mal Erlebnisse dazu. Sag, ja, ich habe doch hier einen tollen Preis und alles, aber irgendwie geht die Immobilie doch nicht weg. Ja, da hast du eben nicht richtig hingeguckt, du Holzkopf. Da hast du halt nicht, da hast du halt natürlich nicht hingeguckt, weil da waren noch ein paar andere Parameter, die du einfach übersehen hast. Und komischerweise, und auch das ist x-fach proof, dass Leute zu mir kommen und die sagen, hier, pass mal auf, die Immobilie habe ich jetzt seit Monaten nicht verkauft. Ich gucke mir die an, ich sage ein paar Dinge dazu, die Leute ändern es und die Immobilie wird verkauft. Okay. Okay? So, und das ist halt, ich sage jetzt, könnte man sagen, ja, der kann ja vielleicht doch Hand auflegen. Ja, ist es aber nicht, sondern ich kann halt wirklich gut beobachten und sehe am Ende des Tages, also analysieren und sehe am Ende des Tages, wo die Fehler sind. Und das kannst du aber nur, wenn du wirklich in eine Materie in der Tiefe wirklich verstanden hast. Okay, also in der Tiefe. Und eine Sache ist halt, es gibt ja auch Lehrgänge, Sachverständigen und Bewerter und so weiter und so fort. Aber das hilft mir nicht. Warum? Weil am Ende des Tages muss ja die Immobilie auch verkauft werden. Mir bringt kein 30-seitiges Gutachten irgendetwas. Und ich habe viele Gerichtsgutachten gelesen, die völlig für den Arsch sind, aber wirklich für den Arsch sind. Ja, und nichts und gar nichts bringen. Also das heißt, da muss schon wirklich was gemacht werden, was am Ende des Tages wirklich proof ist. Ja, und dann gibt es noch ein paar kleine Tricks. Was ist, wenn man unsicher ist? Wie geht man denn dann vor? Was macht man denn da? Ne, auch da gibt es natürlich gute Ratschläge. Und vor allen Dingen haben wir auch über
viele, viele Monate jetzt, also ich würde mal sagen fast ein Dreivierteljahr, in unseren Live-Calls alle Fragen zum Thema Einkauf und rund um Einkauf und Bewertung und Analyse geschnitten, also gecuttet, in Fragen und Antworten, und die liefern wir in diesem Programm mit. Okay. Ja, also da ist so viel Power drin, da ist so viel Power, also das müsste meiner Meinung nach ein Grundlagenkurs oder ist ein Grundlagenkurs für jeden Immobilienmakler und auch für jeden Makler, der jemanden im Einkauf einstellen will und fit machen will, weil das ist ja auch noch ein Thema, ob das Handelsvertreter ist, ob das ein normaler Makler, ein selbstständiger Makler, ein angestellter Makler ist. Dieses Programm ist Pflicht und ist nicht nur meiner Meinung nach, sondern der Meinung meiner bisherigen und aktuellen Kunden, ist das Standard Werk für Immobilienmakler im Einkauf. Okay, wir halten fest, geiles Produkt. Punkt aus Ende. Geiles Produkt, geiler Typ, ja, über 30 das Jahre. Das ist was anderes, ja. Das soll jeder für sich bewerten, aber es geht auch nicht um mich, weil ich möchte ja auch nochmal sagen, ja. Also auch wenn das manchmal vielleicht so rüberkommt, ja. Aber es geht nicht um mich, weil wir wollen unsere Kunden zu den Helden machen. Zu den Helden an ihrem Standort. Und ich habe hier gar keine Eigenwichtigkeit. Ja? Also mir geht es nicht darum, ich bin hier der wichtigste Aktor im Spiel. Nein, das sind die Kunden. Die Kunden, die draußen tagtäglich sitzen, sich auch eine Latsche abholen, keinen Erfolg haben, wirklich Misserfolg, aber auch Erfolg. Und das ist das, was mich antörnt. Ja? Wenn ich sehe, dass wir Kunden haben, die mit 100.000 Euro Jahresumsatz zu uns kommen und dann 100.000 Euro Monatsumsatz machen. Und darum geht es mir. Das ist mir wichtig. Das weiß alles, auch. Was wir tun, alles, was wir tun, tun wir, um unsere Kunden da draußen an der Front besser zu machen. Das weiß auch jeder, der schon mal enger mit dir Kontakt hatte, der mit dir zusammenarbeitet. Wie können die Leute dich jetzt oder dein Team jetzt erreichen, wenn sie sagen, okay, da hat es geklingelt bei mir, da muss ich was ändern. Genau. Einfaches Ding, auf die Webseite gehen, ne, www.bosbach-consulting.de/Termin. Ja, das ist die einfachste Version. Da einfach einen Termin booken und dann einfach offen sprechen, damit man kurz rausfindet, passen wir zusammen, passen wir nicht zusammen. Ne, was ist das Bedürfnis, was ist der Engpass? Weil vielleicht ist es ja tatsächlich ein anderer als jetzt dieser Einkauf, kann ja auch sein. Ne, und wir bauen auch, also es kommt so viel Neues in der Zukunft. Ja, also neu meint jetzt nicht, neu, weil wir gerade mal so drüber nachgedacht haben, sondern wirklich nochmal auf eine ganz andere Ebene, ganz andere Qualität, obwohl das alles schon cool ist, was wir machen, aber entwickeln wir uns natürlich auch weiter und wir lösen wirklich jedes, und ich will das nochmal betonen, wir lösen jedes Problem in einem Maklerbetrieb, jedes. Ob das Effizienz ist, wie Effizienz, Zeitmanagement, ob das Kommunikation ist, ob das Führung ist, ob das Training von Mitarbeitern ist, ob das Rekrutieren. Wir lösen jedes Problem, weil wir verstanden haben, wie das Business funktioniert und vor allen Dingen auch in unserer eigenen Firma natürlich die Dinge umsetzen. Und deshalb haben wir wirklich die Sachen auch, sagen wir mal, sehr detailliert auseinandergepflückt und nicht so Pauschalzeug mit ein bisschen am Ende des Tages gut für den Coach. Heinz, das war ein geiler Talk. War wirklich sehr spannende Einblicke für die Leute draußen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das fandet. www.bosbach-consulting.de/Termin. Ihr wisst Bescheid. Oder einfach auf die Webseite, einfach ohne Termin, einfach draufgehen und reinschauen. Ne? In diesem Sinne, ciao, ciao.